Mein Name ist Philipp Sonntag. Ich mache hier bei Regio Welt als erste Mal der Praxisberater, beziehungsweise die Regio Welt steht ja ihren Kunden zur Verfügung in allen theoretischen Fragen, Marketing und Co. Und ich bin der Erste, der mit dem Messer in der Hand berät, beziehungsweise ich bin Spezialist. Auf der Fleischerschule Augsburg bilde ich Sommeliers aus, bin Metzgermeister, Fleischsommelier und mache das Thema Kalkulation mit dem Messer. Ich zerlege auf internationale Art und Weise Teile, die der Metzger gewohnt ist, in die Wurst zum Schmeißen. Hole hier höhere Wertigkeit raus, Flanksteaks, Bavettes, Skirtsteaks und wie sie alle heißen, sind Dinge, die früher alle in der Wurst gelandet sind. Und können wir heute tolle Steaks draus machen, weil der Endverbraucher natürlich wesentlich mehr Bock auf Steaks wie auf Wurst hat. Weil ich schon das Problem habe, dass es mich regelmäßig angekotzt hat, dass der Endverbraucher den Respekt vor dem Lebewesen komplett verloren hat. Aufgrund der Tatsache, dass alles eingepackt ist, alles in sterilem Styropor, hat niemand mehr die Auseinandersetzung da damit, dass man einfach sagt, für das Schnitzel musste ein Schwein sterben, beziehungsweise es löst Ekel aus, wenn man diese Parallele herstellt. Und das stört mich, weil es eigentlich ganz normal ist. Es sollte normal sein und man muss wieder mit beiden Beinen im Leben stehen. Dann steigen wir ein bisschen in die ganze Geschichte ein. Früher haben wir alle gelernt im Gesellenbrief und Co., dass alles, was vorne am Tier ist, Vorderviertel, Lappen, Schulter, eher zu den Stiefkindern in der Küche gehört. Und die Dinge wie Schlegel, Rücken, Filet, das sind so die Sachen, wo unsere Leute Bock drauf haben, dafür Geld auszugeben. Diese Aussage ist so, wie sie ist, eigentlich falsch, aus meiner Erfahrung raus, weil der Deutsche verschafft das Vorderviertel und den Lappen komplett in die Wurst, was nichts Schlechtes ist, weil wir seit langer Zeit schon die beste, die handwerklich geprägteste und die natürlichste Wurstkultur haben. Das hat aber die ganze Welt nicht. Die war dieses Jahr schon in Irland. Und in Irland gibt es 6 Meter lange Fleischtheke, da liegt kein einziges Stück Wurst drin. Und das ist was völlig anderes, wie das, was wir gewöhnt sind. Bei uns war bis jetzt 3/4 Wurst, 1/4 Fleisch. Inzwischen sind wir bei halbe, weil ich natürlich so ein Fleischstandler bin, weil ich da Bock drauf habe. Und für mich ist die Anatomie das Wichtigste. Und ich sehe das immer so, der Bindegewebsgehalt wird immer daran festgemacht, wie viel sich ein Muskel bewegt. Und dass Hinterviertel mehr wert ist wie ein Vorderviertel, kann ich absolut nicht nachvollziehen, weil es nämlich im Vorderviertel und im Bauchlappen genau gleich zarte Stücke gibt, wie das Filet und die Hüfte beispielsweise. Und der Metzger in Deutschland lernt nach wie vor, das zarteste Stück ist das Filet, auf das sind alle scharf. Und auf der anderen Seite muss man aber sagen, Teres Major zum Beispiel ist fast so zart wie das Filet, sitzt vorne neben dem Schulterblatt. Und ich habe da Hanna so eine kleine Auflistung von mir aus der Metzgerei mitgebracht. Ich hoffe, man sieht es ganz gut. Alle Vierbeiner, mit denen wir in der Metzgerei zu tun haben, ich kann den Kurs auch ein bisschen länger halten, aber hätten wir weniger Zeit, darum brich ich es ein bisschen runter, haben eigentlich den gleichen Bauplan. Das liegt an der Homologie der Wirbeltiere, in der Evolution so verwurzelt. Und ob man jetzt auf der rechten Seite, ich gehe ein bisschen auf der Seite, da sieht man es besser, den Hasen sieht, mit 1,9 Kilogramm Schlachtgewicht oder auf der linken Seite eine Ferse mit 385, ist der Grundbauplan doch derselbe. Ich habe jedes Mal vor der gleichen Fliesenwand fotografiert und habe jedes Mal versucht, dass ein Teil von einem Mensch, also hier ist nur mein Arm und drüben ist einer von meinen Kollegen dabei ist, aber wenn man das nebeneinander sieht, ist ob 1,9 Kilo Schlachtgewicht oder 385, es ist doch immer dasselbe. Und deswegen sind bei allen Vierbeinern alle immer die gleichen Muskeln zart, wie bei den anderen, beziehungsweise das weiß jeder Metzger, weil jeder von euch schon mal einen Hasen oder einen Rind oder mal ein Schwein zerlegt hat. Aber richtig heißt nicht, der Rücken ist besser als die Schulter. Richtig wäre eigentlich, was für alle Fleischteile gilt, was sich viel bewegt, ist zäh. Oder was eine statische Belastung aushalten muss, ist zäh. Und was sich wenig bewegt, was während des Lebens des Tieres aufgrund seiner biologischen Lage wenig Bewegung hat, ist ein zarter Muskel. Und jeder von Ihnen, ich weiß gerade, ob mein Laserpointer hier funktioniert, ne, funktioniert nicht, jeder von Ihnen hat schon mal ein Rindviech aus der Nähe gesehen. Die meisten Metzger kennen das Rind nur noch aus dem Kühllastwagen. Bei uns sind sie halt eben nur so, bei uns laufen sie hinten rein oder man schießt sie auf der Weide. Das Rindviech, die meisten Menschen denken, dieses Gelenk, ein halber Meter über dem Boden, sei das Knie. Das ist aber falsch. Dieses Gelenk ist die Ferse. Und das, was direkt drüber ist, ist die Achillessehne.
man muss sich dessen auseinandersetzen. Das Rindviech hat genauso eine Oberschale wie der Mensch, weil wir auch Wirbeltiere sind. Und wenn man das gegeneinander erklären möchte, wenn der Metzger sehen möchte oder spüren möchte, welche Muskeln im Tier zart sind, was muss er machen? Wie steht denn das Tier da? Das Rindviech steht wie eine Ballerina auf den Zehenspitzen. Ich kann das leider nicht machen, weil da mein Körper nicht dazu beschaffen ist. Und was macht das Rind noch? Es steht auf 4 Stelzen, der Oberkörper geht nach unten. Wenn er heute Abend ins Bett gegangen ist, könnt ihr das mal ausprobieren. Zehenspitze, Oberkörper runter, wo zieht es denn? Ich kann es euch sagen, es zieht in der Wade und es zieht im hinteren Oberschenkelbereich. Und welche Muskeln sind das für der zerlegende Metzger? Beinscheibe, Rosenstück, Unterschale, Semmerrolle. Und welche sind die zähesten Teile vom Schweineschlägel? Beinscheibe, Rosenstück, Semmerrolle, Unterschale. Und sobald die Muskulatur oben in den Rückenbereich geht, Filet, Roast Beef, der Tafelspitz gehört da auch dazu, weil der Tafelspitz sitzt direkt auf der Hüfte. Tafelspitz und Unterschale ist ein Muskel. Wenn der auf dem Tisch liegt, kennt jeder zerlegende Metzger. Ist die Seite des Tafelspitzes die erste 15 cm butterzart, hat Stehcharakter, wenn man es richtig schneidet, ohne weiteres für einen Steg möglich. Und 20 cm weiter hinten, weil da mehr Belastung ist, ist das Ding einfach zäh. Einfach nur, weil sich mehr bewegt. Und wenn man auf der Suche nach zarten Fleischteilen den kompletten Körper durchsucht, ohne die Dinger beim Namen zu kennen, es gibt natürlich sehr viele neue Namen, ob sie Flat Iron oder Las Vegas Cut, Denver Cut und wie sie alle heißen, es gibt ganz, ganz viele Fleischteile, die der deutsche Metzger mit Namen gar nicht benennen kann. Zum Beispiel in der Fleischdünnung. Die Fleisch- und die Knochendünnung kennt der deutsche Metzgermeister einmal mit Knochen und einmal ist es die Bauchdecke. Das hat bei uns genau zwei Namen, Fleischdünnung, Knochendünnung und dann war es das. Wenn das Saumfleisch-Kronfleisch weggeschnitten ist, hat es nur die zwei Namen. Der Amerikaner schneidet daraus das Flap Meat, das Flanksteak und das Inside Skirt Steak. Drei Muskeln, die bei uns schon gar keinen Namen haben, aber aufgrund ihrer Bewegung oder Nichtbewegung eigentlich sehr, sehr zart sind. Man muss immer sehen, im ganzen Schlachtkörper, es stimmt nicht, dass der Rücken wertiger ist wie der Rest. Der Punkt ist, dass sich der Rücken und die Region um den Rücken sehr, sehr wenig bewegt. Aufgrund der Tatsache, dass das Viech auf 4 Stelzen steht. Und wenn das Rindviech sich auf den Boden legt, dann klappt die Ferse nach oben, so wie wir, wenn wir stehen. Und der Oberschenkelknochen und das Rückenmark haben fast immer fast einen rechten Winkel, ob es steht oder liegt. Bedeutet, dahinter findet so gut wie gar keine Bewegung statt. Und aufgrund dieser Tatsache gibt es eben ganz, ganz, ganz viele Muskeln im Vorderviertel, im Bauchlappen, die eigentlich sehr, sehr wenig Bindegewebe haben. Die sind nicht ganz so zart wie das Filet, sie sind aber definitiv so zart wie die Hüfte. Manchmal sind sie nicht ganz so groß. Manche muss man ein bisschen mehr lagern, manche muss man ein bisschen weniger lagern. Aber definitiv ist die Aussage, das steht nirgends so geschrieben, das ist meine Erfahrung. Bei allen Vierbeinern gilt, sowohl die Beliebtheit beim Kunden als auch der Marktpreis. Schläge gut, Rücken sehr gut und der Bauchlappe und die Schulter und der Hals sind immer Stiefkinder. Beim Lamm, beim Schwein, beim Rind, also alle Tiere, beim Reh, die sich auf vier Beinen bewegen. Wenn man das jetzt aber anders sieht, deswegen die andere Sicht auf den Schlachtkörper, was sich viel bewegt, ist zäh. Und was sich wenig bewegt, ist zart. Dann kommt man im ganzen Rindviech, wenn man jetzt zum Beispiel das Rindviech nehmen, funktioniert aber bei allen anderen Vierbeinern auch, auf wesentlich mehr Steaks. Und was wollen wir denn alle? Was will denn der Endverbraucher? Der Endverbraucher will Steak. Weil für einen Rindersteak zahlt er 30 Euro, für eine Rinderwurst ist 16 schon zu viel. Und wenn Sie den Rinderlappen in die Wurst reinschmeißen, natürlich ist es mehr Arbeit, diese Stücke zuzuschneiden, wenn man sie komplett sehnenfrei parieren möchte und die ganze Faszien weghaben. Aber es funktioniert wesentlich besser, wenn man diese Cuts da rausnimmt. Und die Argumentation des manchmal festgefahrenen Metzgermeisters ist natürlich, bei mir war noch niemand im Laden, der ein Flanksteak wollte, bei mir war noch niemand im Laden, der ein Flapmeat wollte. Die wissen gar nicht, was das ist. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, ich erkläre es Ihnen. Eine gute Verkäuferin verkauft Ihnen alles. Oder der wissende Metzgermeister macht vielleicht seine Wurst bis Donnerstag und stellt sich am Freitag und am Samstag selber in den Laden. Da hat er vielleicht auch ein bisschen mehr davon, wenn er die Schnauze dazu hat, was bei mir immer der Fall war. So bin ich da dazu gekommen. Und man kann aber diese Stücke, wie sie alle heißen, ich habe schon ein paar genannt, natürlich auch in was anderes verwandeln, weil jeder von ihnen wird vom Rind oder vom Schwein natürlich Wokpfannen anbieten, Spieße anbieten. Und die Metzger, die nicht selber schlachten, ich weiß es aus leidvoller Erfahrung, weil ich mit
mit Kleinschlachthöfen und mit einem kleinen Tierschutzschlachter zusammenarbeitet, der 40 Stück Großvieh in der Woche macht für die Metzger, bei dem kann man Teile kaufen. Der hat gesagt, er hat im Sommer das Riesenproblem, wie wir mit den Kunden auch. Roastbeef-Filet-Hüfte. Jeder will halt Roastbeef und Filet. Jetzt geht inzwischen geht auch mal ein T-Bone-Steak, das ist aber wieder das Gleiche. Und wenn die Leute aber Spieße machen oder das ganz normale Steak zum Flachgrillen, außer der Hüfte, fällt denen da nichts ein. Wenn sie sich ein Vorderviertel kaufen und das in die Wurst schmeißen, was sie sonst auch in die Wurst geschmissen hätten, und an diesem Rinderbug diese 3 Kilo kennenlernen, die wir vorher noch nicht hatten, kann man die natürlich auch in eine Wokpfanne reinpacken, die kann man natürlich auch auf ein Spießle packen und kann sich da entsprechend mit dem Messer eine wesentlich bessere Wertschöpfung aus seinem Rindviech rausholen. Und da haben wir das Ganze. Ich habe jetzt, also die Zeichnung ist von mir, ich habe im Internet sehr, sehr viele Bilder gesucht und auch sehr, sehr viele Katzbilder, sowohl Englisch als auch Deutsch, gefunden, aber kein einziges war anatomisch richtig, weil zum Beispiel die Nuss sitzt außen und schraffiert, die Oberschale sitzt dahinter. Bei den meisten Zeichnungen ist das immer irgendwie nebeneinander. Und da ist immer die Frage, wie drückst du es aus? Also das ist jetzt aus meiner Sicht anatomisch so richtig, wie es mir möglich war. Und da sieht man jetzt die ganze Steak Cuts. Die in der Schulter sind nicht einzeln benannt. Teres Major, Flat Iron, falsches Filet. Die Hochrippe kennt jeder Deutsche oder als Französisch das Entrecote. Entrecote ist das französische Wort für zwischen den Kanten. Die Kanten, Entre zwischen, und die Kanten sind die Schulterblätter. Das heißt, der Rückenmuskel zwischen den Schulterblättern heißt Entrecote oder Ribeye. Und das ist nichts anderes wie die Verlängerung vom Roastbeef-Muskel. Und wenn man jetzt eben sieht, dass rechts und links von der Wirbelsäule die zarten Muskeln nach vorne wachsen, in dem Moment, wo der Schutz der Schulterblätter nicht mehr da ist und sich der Kopf nach oben und nach unten bewegt, womöglich noch große Hörner auf dem Kopf drauf sind, haben wir hier wieder ganz viel Belastung. Deswegen sind wir hier wieder beim Gulasch und beim Schmoren. Das würde jetzt zu tief gehen. Ich kann Ihnen natürlich über das Schmorfleisch und über das Bindegewebe genau gleich viel erzählen wie über die bindegewebsarmen Stücke. Aber ich habe dieses Bild einmal selber gemacht. Es gibt da ein Buch, das nennt sich Best Steak. Das wird vertrieben über die Fire and Food, für die ich zwischen einmal ein Fleischartikel schreibe. Wir haben es gerade vorher schon davon gehört. Und da ist das auch für den Endverbraucher einigermaßen nachvollziehbar drin. Also es gibt halt einfach wesentlich mehr Steakzuschnitte als die Hüfte, der Rücken und das Filet. Und wenn man sich mit den Dingen auseinandersetzt, tut man sich natürlich dann irgendwann auch leichter mit dem Verkauf des ganzen Tiers. Und was ist ehrlicher und was ist grundsätzlicher und was ist handwerklicher, wie zu sagen, wir verarbeiten das ganze Tier. Und der Endverbraucher muss halt langsam aber sicher sich aus seiner Komfortzone bewegen, weil es ist nicht möglich, dass man Postkartenidylle, Weidehaltung und Schweinchen aus dem Stroh, aber am liebsten nur Filet. Und Filet sind halt 1,5% des Schlachtkörpers. Und der Endverbraucher weiß das nicht. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir bringen es ihm bei, oder wir kaufen weiter nur Teilstücke um Schweinekohle. Das können wir natürlich auch machen. Vielen Dank.